Bei Meta, also Instagram und Facebook, kannst du bald den blauen Haken im Abo kaufen. Und Instagram führt eine neue Methode ein, wie du mehr Reichweite bei deinen Followern kriegen kannst. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, um 17 Uhr montags in circa 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus den letzten 7 Tagen aus der großen, bunten, schönen Welt des Online-Marketings. Wenn dir das gefällt, wenn du das brauchst, dann lass jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns jede Woche immer montags um 17 Uhr wieder hier oder hören uns als Podcast oder bei LinkedIn als Newsletter, wo immer du willst. Aber jetzt starten wir erstmal durch mit der ersten News. Die News der Woche für alle, die schon lange den blauen Haken haben wollen, aber ihn nie bekommen haben. Du wirst ihn bald kaufen können. Mark Zuckerberg hat auf Facebook ganz groß verkündet, dass sie jetzt Meta Verified starten, ein Verifizierungsprogramm, ähnlich wie dem bei Twitter, Twitter Blue, ein kostenpflichtiges Abo-Programm, wo es den blauen Haken mit dazu gibt. Das heißt, du kannst dir bald den blauen Haken im Abo tatsächlich kaufen. Du musst dafür eine Ausweiskopie hochladen, dich selber wirklich verifizieren und kriegst dann den blauen Haken, besseren Schutz vor Fake-Profilen und Duplikaten und offenbar auch einen direkten Zugang zum Kundensupport, also gerade für Marken- und Anzeigenkunden vielleicht nochmal so ein Hinweis, da dann doch rein zu investieren. Der Rollout startet in Neuseeland und Australien, soll aber dann in alle Länder der Welt nach und nach ausgerollt werden. Kostenpunkt $11,99, aber iPhone, iOS, da kostet dann $14,99, die müssen offenbar ein paar Euro mehr bezahlen. Also, wenn du den blauen Haken haben willst bei Instagram oder bei Facebook, du kannst ihn dir bald, wie es aussieht, kaufen. Instagram führt ein neues Feature ein, und zwar Broadcast Channels. Das sieht ein bisschen aus wie bei Telegram. Du kannst also künftig als Creator einen Kanal starten, wo du dann deinen Followern und Followerinnen direkte Nachrichten schicken kannst. So ein One-to-Many-Kanal. Du kannst Textnachrichten verschicken, aber auch Bilder, Videos, Umfragen, Reactions und einiges mehr. Die können dann darauf reagieren, aber selber nichts schreiben. Also wirklich wie bei Telegram so ähnlich. Die ersten Tests dazu laufen, wird mit einigen Creatern gerade getestet und dann nach und nach ausgerollt über die nächsten Monate. Wann es hier ankommt, ist noch offen, aber es wird definitiv wahrscheinlich kommen. Das wird auch ausgerollt für Facebook und für den Messenger, also für alle Meta-Kanäle. Spannendes neues Feature für mehr Reichweite, die nicht von Algorithmen weggenommen werden kann. TikTok veröffentlicht erstmals Userzahlen für Europa. Es gibt ja von TikTok Zahlen weltweit, wo sie sagen, dass mehr als 1 Milliarde Monthly Active Users haben, was schon viel ist, aber deutlich weniger als Facebook oder Instagram zum Beispiel, aber durchaus jetzt auch auf der Milliardenschwelle. Für Europa runtergebrochen gab es bisher keine Zahlen, die gibt es aber jetzt. TikTok selber spricht jetzt von 150 Millionen Nutzern, also MAU, Monthly Active Users, in Europa. Das bezieht sich auf 32 Länder, leider nicht runtergebrochen auf die einzelnen Länder. Für Deutschland wissen wir nur Zahlen aus anderen Erhebungen, zum Beispiel der Digital Report 2023, der spricht von 20,65 Millionen Usern in Deutschland, die per Ads erreicht werden können. Wie viel das genau nur bei TikTok sind, wie viel über das Ads-Netzwerk noch reinspielen, wissen wir auch nicht genau. Aber TikTok hat selber ganz klar gesagt, Ziel ist, das Wachstum in Europa und in den Ländern dort zu vergrößern. Instagram schafft eine Funktion ab, die es hier noch gar nicht gab, aber die ausgerollt werden sollte, nämlich das Livestream-Shopping. Du konntest als Creator in den USA bis jetzt oder kannst aktuell auch noch in deinem Livestream Produkte taggen, die dann direkt über den Livestream gekauft werden können. Das geht ja in China wahnsinnig gut. Da ist Livestream-Commerce ein Riesenthema. 600 Milliarden Dollar Umsatz. Das sollte hier im Westen auch eingeführt werden. Alle Kanäle haben es versucht. YouTube, Facebook, Instagram. Bei Facebook wurde es bereits letztes Jahr abgeschaltet. Bei Instagram jetzt ab 16. März. Das heißt, diese Funktion, die es gar nicht in Europa gab, nur in den USA gab, wird wieder abgeschaltet. Wird also hier gar nicht erst ausgerollt. Instagram sagt, Shopping ist weiterhin ein spannendes, wichtiges Thema. Aber es soll eher via Ad, also Anzeigenwerbung, stattfinden und eben nicht im Livestream.
Der Werbespot der Woche oder schon des Jahres vielleicht, ist kein Super Bowl Spot, wobei die auch super waren, sondern die TikTok-Ad von Hilton. Hilton hat ein sehr krasses Experiment gemacht, und zwar eine 10-minütige Ad auf TikTok. Wenn du dich auskennst, weißt du, 10 Minuten auf TikTok sind, wie auch die Ad selber sagt, sind Jahre im Real Life, also es ist wahnsinnig lang. Normale Ads wären eher so 10, 15, vielleicht 30 Sekunden, aber mehr wird da schon schwierig. Hilton haut jetzt eine 10-minütige Ad raus. Aber die Ad ist so kreativ gemacht und so gut gemacht, dass du einfach dranbleiben willst, dass du echt Bock hast, weiterzugucken. Sie beginnt mit Paris Hilton selber, also schon mal einem sehr bekannten Gesicht. Und dann gibt es diverse Creator, die eben da mitspielen. Und dann ergibt es ein richtiges Zusammenspiel dieser einzelnen Parts über die 10 Minuten hinweg. Sehr selbstironisch. Die vierte Wand wird durchbrochen. Sie reden mit dir direkt und sagen, dass es eine Werbeanzeige ist, dass es voll der Sellout sei und so. Also total cool gemacht. Guck dir das mal an. Ziemlich klar, ein ziemlich cooler Move und ziemlich klar die Ad der Woche oder die Ad des Monats wahrscheinlich auch. Und das Spannende ist, innerhalb von 3 Tagen hat die Ad auf TikTok bereits 6 Millionen Views generiert und über 12.000 Kommentare. Google hat auch die Hinweise zum Helpful Content aktualisiert. Es gab ja zuletzt einige Updates. Das Helpful Content Update war eines davon, was mehrfach jetzt schon nachgebessert wurde, wo Google versucht, hilfreiche Inhalte besser zu bewerten als reine SEO-Texte. Und da hat sich Google jetzt zu geäußert und gesagt, wie man das am besten noch optimieren kann. Angaben sind vor allem 3 Stück wichtig für Google. Zum einen, wer hat den Content erstellt? Ja, sowas wie eine Autorenbeschreibung wäre zum Beispiel in vielen Fällen sehr hilfreich und sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht eine Autorenbox drunter oder ein Link zu einem Autorenprofil. Also, wer hat es erstellt? Ist es eine Fachperson im jeweiligen Thema? So, kann die was? Ja, das ist schon hilfreich und wichtig. Auch die zweite Frage, wie sind die Inhalte entstanden? Zum Beispiel bei Produkttests wäre es gut, die Testkriterien klarzulegen, darzulegen und die Anzahl der Produkte, die getestet wurden, auch zu zeigen. Also ein bisschen da einfach mehr Hintergründe zu geben. Oder auch, wurde eine KI eingesetzt, das dann klar zu benennen? Wenn ja, wie wurde sie eingesetzt? Also wie ist ein wichtiger Punkt. Und für dich selber auch die Frage sehr wichtig, warum wurden die Inhalte erstellt? Ja, sind die wirklich für den User echt nutzwertig, wertvoll? Bringen die dem User was? Oder ist es nur Content für Suchmaschinen? Dann ist es wahrscheinlich auch kein Helpful Content, hat Google jetzt auch bestätigt. Und der Tool-Tipp der Woche ist eigentlich eher eine Library als ein Tool, aber ein sehr wichtiger Link, die Ad Espresso Ad Examples. Das ist eine Sammlung von Werbeanzeigen, überwiegend Facebook-Werbeanzeigen oder Meta-Werbeanzeigen von Ad Espresso. Und das Coole ist, dass die auch alle erklärt sind, warum das solche Examples sind, also warum die gut sind. Du hast unter anderem Fotoanzeigen, Videowerbung, Karussell-Ads, Lead-Ads, Slideshow-Ads und noch ein paar andere Formate mehr. Also schön auch geordnet und eben mit der Erklärung, was die gut gemacht haben, was man davon lernen kann. Also wenn du bessere Ads schalten willst, guck dir entweder unseren Facebook-Instagram-Ads-Intensive-Kurs an, wo du alles komplett lernst, und guck dir vor allen Dingen auch mal die Facebook-Ads oder generell die Ad-Expresso, Ad-Examples an. Da lernst du auch, wie bessere Ads aussehen können. Das waren die 7 wichtigsten News der aktuellen Woche. Hat sie was gebracht? Dann lass jetzt einen Kommentar da oder ein Like oder einen Daumen oder ein Abo. Und dann sehen oder hören wir uns jede Woche um 17 Uhr montags mit immer den aktuellsten 7 News der immer dann letzten 7 Tage. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, mach was draus, hau rein und bleib gesund. Dein Felix Beilharz.